Hallo und herzlich willkommen bei Above Snake. Ich bin der Tarikron und ich werde euch kurz dieses lustige Spiel vorstellen. Es ist ein Survival Game, wo ihr die Aufgabe primär habt, natürlich die Ressourcen zu sammeln, Nahrung zu sammeln, zu bauen. Das Ganze wird aufgelockert durch eine interessante Story, welche euch erlaubt, neue Rezepte zu bekommen, Blueprints zu bekommen und neue Kartenteile freizuschalten. Die Welt ist quasi untergegangen, es ist der Wilde Westen. Ihr seid eine Mischlingstochter von einer weißen Siedlerin und einem Indianer, soweit ich das nicht verstanden habe. Ein Kind der Liebe. Und ihr seid außerhalb eurer Siedlung aktuell, außerhalb eurer Ortschaft. Ihr wohnt normalerweise auch in Korps Krieg bei eurer Mutter, aber hattet eine Erledigung zu tun. Und ja, ihr seid quasi aktuell außerhalb. Und genau das ist aktuell eure ganze Welt hier, wie ihr seht. Eure Welt ist nicht sehr groß. Ihr seid hier irgendwo im Niederland, habt da übernachtet und den Weltuntergang friedlich in eurem Bett verschlafen. Mit ein bisschen Gepolter vielleicht, aber ihr habt gut geschlafen. Und das wollen wir natürlich ändern. Da hören wir jemanden, der draußen ist. Und wir würden jetzt hier eigentlich uns durch das Tutorial geleitet werden. Aber das werde ich mal überspringen, weil wir werden jetzt gleich in einen etwas fortgeschritteneren Spielstand von mir reinspringen und dort werde ich euch ein bisschen mehr zeigen als aktuell möglich. Und da sind wir in meinem fortgeschrittenen Spielstand. Fangen wir einfach mal ganz einfach mit den wichtigsten Sachen an. Unten rechts habt ihr eure wichtigsten Informationen. Ihr habt da drin euren Lebensbalken. Momentan seht ihr hier Gesundheit. Hier fehlt es nicht, so fühlt sich immer richtig gut, denn Gesundheit regeneriert über Zeit. Das heißt, das ist alles bestens. Hier haben wir eine Wasseranzeige, hier haben wir die Essenanzeige, hier haben wir die mentale Gesundheit. Wenn ihr Zombies tötet, nehmt ihr mentalen Schaden. Wenn ihr mit Knochen, menschlichen Knochen hantiert, nehmt ihr ebenfalls mentalen Schaden. Es gibt auch Waffen, zum Beispiel die Knochenaxt, die ebenfalls mentalen Schaden verursachen würde. Hier hilft Ausruhen oder entsprechende Nahrung, die euren Zustand, euer Gemütszustand verbessert. Und natürlich Schlaf und Erschöpfung. Das ist natürlich wichtig, wenn ihr ja fit und motiviert sein wollt. Dann haben wir natürlich noch euren Rucksack. Ich habe ihn bei mir auf die Tab-Taste gelegt, ist einfach am günstigsten. Da seht ihr alles. Und hier hinten ist quasi euer, Entschuldigung, dort ist euer Datenblatt. Da seht ihr euren Namen, den könnt ihr nicht verändern. Ihr seid halt die Ayana vom Spiel vorgegeben. Aktuelle Ausrüstungsstufe ist bei mir die 7. Und dann seht ihr natürlich auch eure Werte. Momentan habe ich keine Rüstung angelegt. Das liegt daran, weil die letzte Rüstung, die ich aufgewertet habe, eine Winterfellrüstung war. Dadurch wurde meine Lederrüstung in eine Winterrüstung umgewandelt. Und als ich dann wieder zurückging in die Prärie, habe ich mir Schaden geholt durch Hitzeschlag. Das heißt, ich muss mir jetzt noch mal schnell eine Lederrüstung basteln, eine zweite, damit ich dann dort in den warmen Zonen eine luftige Lederkleidung habe und wieder Schutz habe. Und ihr seht hier auch natürlich, was ich schon gelevelt habe. Äxte bin ich inzwischen auf Stufe 34. Da seht ihr auch erhöhter Schaden mit Äxten. Das heißt, durch die Aktionen, die ihr tätigt, werden eure Werte erhöht und leveln mit der Zeit mit. Ne, das ist natürlich sehr, sehr praktisch, weil hier siehst du extra Chance auf extra Fang, Brenndauer, Ausdauer wird erhöht und so weiter und so fort. Das ist schon recht interessant. Hier nochmal zurück in den Rucksack, da seht ihr, was ihr habt. Das gibt auch eine gewisse Unterteilung. Das ist ihr Standardrucksack. Momentan gibt es nicht mehr. Wobei ich nicht sicher bin, ob es hier nicht doch eine Tasche irgendwie so gibt, aber aktuell habe ich da nichts gefunden. Dann habt ihr allerdings auch einen extra Bereich für Verbrauch. Das heißt, hier sind dann eure Nahrungsmittel drin, alles, was ihr hier essen könnt. Ob gut oder schlecht, sei erstmal dahingestellt. Weil Wasser oder schmutziges Wasser könnt ihr auch trinken oder Honig. Honig hat ein paar positive Vorteile, aber hat natürlich auch was Nachteiliges. Macht ziemlich durstig. Das klebrige Zeug muss man ja irgendwie runterkriegen. Dann habt ihr natürlich die Ausrüstung. Hier seht ihr die dicke Pelzrüstung, die ich habe, ne, für die kalte Gegenden. Aber in der Hitzeregion bin ich umgekippt. Dann haben wir einen Hammer hier. Den braucht ihr, um eure Gebäude umzubauen, umzurüsten. Die Angel natürlich und entsprechend die Spitzhacken, Bögen, Schaufeln, alles was dazugehört. Den Basenbau, da sind eure Ressourcen, kommen eure Ressourcen rein, mit denen ihr quasi eure Gebäude erweitert. Und bei Verschiedenes, da sind immer Sachen drin wie, ja, Handelsware würde ich so nennen. Ne? Wobei hier sind auch Sachen drin, die ihr braucht für die Konstruktion. Tinte. Es gibt ein Kochbuch, was ich noch nicht habe. Mir fehlt noch einmal Tinte.
Ja, die Hütte ist inzwischen jetzt die Stufe 2 Hütte. Die Stufe 1 Hütte, die stand da drüben. Wobei hier wacht ihr ja auf, die reißt ihr dann ab. Hier baut ihr die neue Hütte. Und hier habe ich jetzt die zweite Hütte gebaut. Aus dem einfachen Grund, wenn man nämlich die Bodenplatten austauschen möchte, muss man die erste alte Platte abreißen. Und das führt dazu, dass die Wände ebenfalls mit umkippen. Die Ressourcen kriegt man wieder, ob zu 100% oder nicht, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aus dem Grund habe ich gesagt, okay, ich lasse die Hütte, die alte, einfach erstmal da stehen und baue mir eine neue. Das ist auch wichtig, ne? Weil wenn ihr jetzt hier mal zu der Werkbank geht, seht ihr etwas. Und zwar Unterschlupf und Vorteile. Einen besseren Unterschlupf, der durch größere Gebäude hervorsticht oder durch besseres Holz, Stühle, Möbel, Dekorationen. Damit steigt quasi euer Unterschlupf-Level an und damit habt ihr auch Unterschlupf-Vorteile. Wobei ich darauf hinweisen muss, dass diese nicht fixiert oder gelockt sind, sondern auch jederzeit umgestellt werden können. Im Moment bin ich hier bei Wetzstein, das heißt, auf Stufe 1 kriege ich mehr Schaden. Ich hätte hier auch noch das weichere Bett, was ich nicht unbedingt brauche, und verstärkt deinen Unterschlupf. Maximal Gesundheit ist auch bis jetzt nicht notwendig gewesen. Hier haben wir dann besseres Kochen, das heißt, oder gekochte Mahlzeiten liefern 20% mehr Nachschub. Das heißt, Nahrung scheint umfangreicher zu sein, lukrativer zu sein. Das heißt, durch Essen kriege ich einfach mehr. Und ja, dann haben wir noch Trockenholz und solche Sachen. Und hier sind zum Beispiel Lederverarbeitung. Das heißt, ich habe jetzt hier Zinnvereilung drin, das heißt, ich bekomme einfach mehr Zinn aus dem Erz raus. Aber wenn ihr jetzt unbedingt Leder machen wollt oder Zinn nicht mehr braucht, könnt ihr das natürlich auch jederzeit umschalten. Und dann geht ihr rüber zum Leder und macht schnell mal Leder. Und wenn ihr mit dem Leder fertig seid, geht er wieder zum Tisch und stellt das wieder um auf Zinn. Oder eben hier tieferer Brunnen. Und könnt dann dort einen Brunnen bauen, wo ihr dann zusätzliches Wasser bekommt pro Tag, ne? Also da habt ihr ein paar Möglichkeiten, damit ein bisschen herumzuspielen und das jederzeit zu ändern, individuell anzupassen, so wie ihr es braucht. Momentan habe ich jetzt den Handelsposten drin. Wie ihr seht, habe ich da auch Eisenveredelung drin. Ich war jetzt gerade unterwegs, habe ein bisschen was verkauft. Demnächst würde jetzt wahrscheinlich hier die Bodenqualität kommen, damit meine Pflanzen schneller wachsen, weil die sind jetzt in Reichweite. Damit verlassen wir erstmal kurz hier das Gebäude. Das heißt, wir haben ja auch schon ein paar Sachen gebaut. Ich habe hier übrigens auch gegen einen Wolf gekämpft, eine Wolfmutter, die infiziert war, und den Wolf musste ich dann zähmen und hat sich dann mir angeschlossen. Da haben wir inzwischen auch den Brunnen. Da holen wir uns einen täglichen Schluck Wasser ab. Und natürlich ein paar Kisten, die uns dabei verschiedene Sachen helfen. So, wir gucken mal kurz. Wir hatten im Questbuch die Hände dreckig machen. Stelle einen neuen Zaun her, Werkbank Stufe 5. Das heißt, wir mussten die Werkbank auch aufrüsten und repariere Basils Zaun. Basil, der ist inzwischen auf meiner Welt. Die ist inzwischen etwas größer geworden. Da drüben, ne? Also, man fängt hier, kriegt hier, ja, man expandiert mit der Zeit. Da ist eine Fischerhütte, da ist ein Fischer, mit dem ich handeln kann. Hier sind die ersten Questgeber, da sind sie gestorben, die Questgeber, oder da ist der Karren gestorben. Da habe ich einen Handelsposten. Hier habe ich einen Holzfäller, das Lager habe ich hier angelegt. Aber wie ihr das gestaltet, eure Welt kann vielleicht anders aussehen, weil ihr seht, ich habe das Ding daran gebaut, aber ihr hättet das auch hier drüben packen können. Das heißt, das ist vollkommen egal. Wie bekommt man jetzt Kartenteiler? Ja, dafür habt ihr den Kartografietisch. Und wie ihr seht, ist das auch eins offen. Das heißt, dort ist noch, oder eins gesperrt. Und dieses Teil könnte ich freischalten. Ihr seht, was ihr braucht. Ihr braucht dafür ein Eisenerz und drei Sterne. Sterne. Steine. Sorry. Und da klickt man dann drauf und dann seht ihr, wie unten das durchwandert, und dann ist das fertig. Das heißt, wir haben jetzt hier neben dem Domino-Teilchen Prärie und Ackerland jetzt das neue Teilchen Ebene und Acker. Das heißt, wir können hier aus einem grünen Bereich dann das anbauen. Anbauen tun wir das über die C-Taste, und wir gucken mal kurz, wo denn jetzt hier. Ah, das war. Das heißt, wir hätten jetzt hier die Möglichkeit, das hier mit der R-Taste zu drehen und hier anzupassen. Aber im Moment sieht das hier ungünstig aus.
weil hier ist ja halt schließlich das andere Gelände dran. Zu den Weltkarten, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe, ihr könnt maximal Erfahrungspunkte für 3 Weltkarten sammeln. Mehr Platz habt ihr nicht, das heißt, ihr müsst es dann die Gebiete irgendwie ja, anbauen, sonst bekommt ihr keine neuen Kartenteile mehr. Aber im Moment würde ich mich mehr über mehr Acker freuen. Aber können wir ja mal machen. Wie wir sehen, haben wir da ja die Prärie und ergänzen das Ganze nochmal um ein Stück Ackerland. Und bei der Gelegenheit ergänzen wir das Ganze nochmal um ein weiteres Feld nach oben. Ja, war schon richtig. So dass wir hier eine Art Zickzackkante haben von Ackerland, was wir dann nutzen können. Ich sehe auch übrigens, wie gesagt, dass wir gerade ziemlich durstig sind. Dann mache ich das mal. Dann trinke ich mal einen Schluck Wasser aus meinen Wasserflaschen, die übrigens abgekocht wurden. Das heißt, ihr geht hier ran, ihr braucht dafür Äste. Äste bekommt ihr recht simpel von den Bäumen. Einfach hier rangehen, F-Taste drücken, ein bisschen Zeit investieren, um da ein paar Äste zu pflücken, abzubrechen. Das geht irgendwann nicht mehr. Das seht ihr, diese Kiefer ist abgeerntet, braucht eine Weile zur Regeneration. Dann könnt ihr mit F hier ja, das anzünden. Wir gucken mal kurz, was hier bei Verbrauch dabei ist, ob da was ist. Und ich denke mal, wir machen das mal schnell. Ich zeige euch mal, dass wir das Feuer macht und fangen mal an zu kochen. Beim Kochen bekommt ihr bei verschiedenen Kombinationen verschiedene Rezepte. Hier seht ihr auch immer euren Brennstand. Recht praktisch. Und das einfachste Mahlzeit, die ihr bekommen werdet, ist die Blaubeerenschale. Beim ersten Mal seht ihr es natürlich nicht. Da seht ihr nur neues Rezept verfügbar. Und wenn ihr das dann kocht über die T-Taste, dann bekommt ihr halt, könnt ihr die T-Taste gedrückt lassen oder müsst gedrückt lassen, diese Blaubeerenschalen. Irritierend, ihr achtet nicht auf diese Anzeige hier an Vorräte, sondern achtet, was hier drinnen liegt. Weil hier drinnen kann 1 oder 0 stehen, aber es ist immer noch ein voller Stack dann hier drinnen. Und dann würde natürlich nochmal die komplette Mahlzeit durchlaufen. Es ist leider manchmal ein bisschen buggy. Ihr habt es gesehen, ich habe darauf geklickt, um es rauszukriegen, eine Blaubeere. Und darunter ist sofort hier die Minze aufgetaucht. Das ist ein bisschen buggy. Da muss nochmal was getan. Bei einem einzelnen Fischfilet vom Angeln, die müsst ihr dann, wenn ihr geangelt habt, im Rucksack zerlegen. Bekommt ihr dann die Fischfilets raus, bekommt ihr einen gegrillten Fisch. Nehmt ihr allerdings 3 Stücken, bekommt ihr einen Fischspieß, der sehr nahrhaft ist. Und genau das mache ich jetzt und packe mir nochmal einen hübschen Fischspieß dazu. Wie ihr seht, ist schon wieder da die Vanille reingerutscht. Und ich sehe gerade, ich habe eine neue Ressource, die kenne ich noch gar nicht. Maiskolben, die sind jetzt von der Farm. Und da habe ich noch gar kein Rezept draus, muss ich mal gucken, was wir da machen können. Vielleicht hier mit dem Fleisch. Und da ist mein Brennmaterial alle. Dann würde ich sagen, essen wir erstmal noch einen Happen. Weil genau da sieht es jetzt mager aus, das ist gelb. Da essen wir dann jetzt hier die hübsche Blaubeerenschalen, die wir gegessen hergestellt haben. Ihr seht, die geben 25 Hunger, Stillung, also machen 25% satt oder 25 Punkte satt und stillen mit 10 Punkten den Durst. Ne, habt ihr gesehen, hier unten die beiden sind bis aufgeleuchtet. Es gibt auch noch andere Nahrungsmittel, die zum Beispiel geistige Gesundheit herstellen, wie zum Beispiel die Steinpilze. Ihr könnt auch eine Pilzsuppe draus machen, in Kombination mit Wasser, die ebenfalls etwas besser ist. Dann bekommt ihr mit der Zeit durch Handel auch hier so ein Unflock-Teil, wo ihr dann euer Pferd habt, das eine Schnellreisemöglichkeit ist. Wir haben ja jetzt hier geguckt wegen der Quest, wir müssen Zäune basteln. Dann gucken wir mal kurz, ob das geht. An der Werkbank Stufe 5 inzwischen ausgebaut. Ihr seht, Stufe 6 oder die nächste Stufe brauchen wir Bronzebarren und Draht. Beide Komponenten haben wir noch nicht gefunden. Das heißt, da gibt es noch keine Möglichkeit. Und da sehen wir auch das Zaunstück, das er haben möchte. Das heißt, wir brauchen dort Holzbretter. Holzbretter sollte kein Problem darstellen, wenn wir ein bisschen Holz haben von gefällten Bäumen. Können wir natürlich daraus auch ein paar Holzbretter machen und diese dann umwandeln. Wichtig, immer wieder hier die entsprechenden richtigen Sachen raussuchen. Und dann haben wir hier ein Zaunstück. Was war noch auf der Quest?
Repariere Basels Zaun. Nee, das war schon alles. So, dann gehen wir jetzt rüber zum Pferd. Das Pferd möchte übrigens gerne Möhrchen haben. Ne? Also in regelmäßigen Abständen will es seine Karotten, ansonsten macht es keinen Hopser. Und wir reiten mal schnell rüber zu Basels Farm. Und wir haben nicht aufgepasst, wir sind nicht ins Los gereist. Ich habe hier ein bisschen was hingestellt. Wie ihr seht, habe ich da auch ein Lagerfeuer hingestellt. Das hilft ebenfalls gegen Erschöpfung. Und ich habe hier, wie ich sehe, immer wieder Leben verkommen. Die regenerieren sich mit der Zeit, das ist sehr schön. Dann kann ich da mal mit dem Schippe mir mal ein kleines Lehmvorkommen abbauen. Und ich bin voll, Tasche voll. Nicht so gut. Nicht so gut. Egal. Das bleibt jetzt da liegen. Und dann gucken wir mal, ob wir da hinten den Zaun reparieren können. Da ist das Loch. Wir gehen in das entsprechende Inventarfeld und setzen dort ein neues Zaunfeld. So, dann wetzen wir mal zurück. Wo ist er denn? Ich habe ja auch eine kleine Werkbank hingestellt. Was sehr praktisch ist, die hat nämlich gleich die entsprechende Aufwertungsstufe wie die andere Werkbank. War ich überrascht. Ich dachte, ich habe noch eine kleine, die mir hilft, da ein bisschen Holz oder so zu machen. Aber nee, die hat ebenfalls sofort Stufe 5. Und die kann man einpacken? Ich weiß nicht. Aber zerlegen kann man so. Da kriegen wir unsere Quest. So, ich habe ein paar neue Stiefel bekommen. Da ist nochmal die Questbestätigung und wir kriegen neue Kartenfelder. Er hat ja gesagt, er hat Weizenfeld und Maisfeld und die müssen natürlich jetzt von mir erforscht werden. So, dann setzen wir mal schnell zu unserem Reittier. Ja, unser Hund sammelt auch Gegenstände ein, aber er wird nicht glücklich, weil... Tasche ist voll. Er kann es uns nicht zustecken, der arme Hund. Der arme Wolf. So. Dann werden wir mal hier die Kisten nutzen, die wir haben, um die Ressourcen da zu verstauen. Ah ne, mit T können wir ja den ganzen Stapel vergessen. Steckt nicht mit Shift und T. Shift und Muslex. So, da sind Geweihe. So, wir haben hier auch noch den Wolfspelz und die Federn brauchen wir hier auch nicht. Und ich hatte hier auch gesehen, dass wir da die Dings drin hatten. Und Stoff kann auch raus. Das sieht erstmal so gut aus und ich glaube, die Pfeile, Spitzen brauchen wir hier auch nicht. So, dann haben wir das erstmal ein bisschen aufgeräumt. Hier haben wir noch eine zweite Kiste. Gucken wir kurz, was wir da reinschmeißen. Hier haben wir noch einen ganzen Schwung Gras. Brauchen wir jetzt nicht. Die Eisenteile brauchen wir auch nicht. Und draußen haben wir noch die anderen Sachen, wie das Erz. Gut, dann sieht das erstmal gut aus. Da ist ein ganzer Stack extra Holz. Das packen wir mal hier raus. Und da ist Lehm und die Steine, die brauchen wir auch nicht. Den Rest war, hätten wir gerne, die Pflanzenfasern, allerdings den Hanf, der hat jetzt auch keine große Priorität. Also kommt der auch raus. Ja, ein paar Kisten sind ganz hilfreich, wissen wir ja, um die ganzen Vorräte zu verstauen, die wir da brauchen. Und wir müssen mal gucken, was wir dann da jetzt genau brauchen, um die neuen Kartengebiete freizuschalten. Wir brauchen dafür Eisenerz, und zwar 8 Stück.
Ich glaube, das hatten wir irgendwo. Gib mir mal den Stack da, das eine nicht. Doch, das hellere war das Zinn, das ist ein bisschen, genau, das ist Eisenerz, das ist dunkel. So, Feld Nummer 1 erforscht. Feld Nummer 2 erforscht. Wir gucken nochmal kurz bei den Angebieten rein. Da ist alles erforscht. Hier hätten wir noch Steine und Stoff. Stoff ist gerade ein bisschen ungünstig. Ich hasse es, Baumwolle zu sammeln. Aber wenn wir jetzt da bei der Farm weitermachen, haben wir vielleicht Felder, wo wir dann selber unsere Baumwolle anbauen können. Und ich sehe gerade, ich bin ziemlich erschöpft. Bin auch schon wieder den ganzen Tag unterwegs. Machen wir halt ein Mittagsschläfchen. Oder trinken einen Kaffee. Nee, aber in dem Falle war das hier die richtige Option. So, ich sehe auch, dass hier irritierenderweise wieder Pilze drinnen sitzen auf der 7. Die haben da nichts zu suchen. Immer wenn das leer wird, rutscht da gerne was rein. Dann trinken wir einen Schluck, dann essen wir einen Schluck. Happen, ist wieder leer. Machen wir dann die Pfanne da rein. Die Blaubeerpfanne. Und dann geht's wieder zu Basil. Ich hoffe dann auch, dass Möhren sammeln in der Prärie, was ja ebenfalls noch aktuell manuell erledigt werden muss, dann auch ebenfalls automatisieren zu können. So, Stiefel mit Glöckchen angelegt. So, dann gibt's da die berühmten zwei Farmen. So, das ist Maisfeld und das Getreidefeld. Da packen wir das erste Feld rein. Und wie ich sehe, haben wir aktuell kein weiteres Feld verfügbar, was wir nutzen können. Dann gehen wir da mal gucken. Dann sagen wir mal, falsche Richtung. Hier ist übrigens nochmal mehr Lehm. Das packen wir ein. Das nehmen wir mit. Das kostbare Zeug. Ihr seht, nur einmal schaufeln ist der ganze Lehm weg. Das riesige Lehmloch. Und hier sind wir, was sich da im Feld versteckt hat. So, da haben wir wieder Lehm gefunden. Er mit einem Schaufel. Zack. Der schießt. Oh, das war jetzt gefährlich. Der hat uns böse erwischt. Wir sind schwer angeschlagen. Wir verziehen uns mal hier rüber. Gucken mal, ob wir da was Nützliches haben, was uns hilft, die Gesundheit etwas hochzuschieben. Da habe ich gerade nicht so viel. Ja? Um ehrlich zu sein, habe ich da gar nichts. Ja, das ist aber auch toll. Dann mache ich mich da erstmal vom Acker. Habe ich echt nichts, was heilt? Gekocht Gesundheit. Ja, sollte ich mir gelegentlich noch mal ein bisschen Vanille irgendwas zulegen? Vanillegetränk. Wir gehen mal rüber zu meiner Kochstelle und hoffen wir doch mal, dass wir da irgendwas kochen können. Die Kochstelle war in der Nähe des Feldes. So. Also, Vanille gibt gesundheitsfördernde Faktoren.
Da seht ihr es da unten. So würde die Gesundheit nach hoch schnellen. So geht sie wieder runter. So geht es auch wieder runter. Nee, dann lassen wir das so. Vanille und Honig. Davon haben wir genug. Wird mich zwar ziemlich durstig machen, aber sollte meine Gesundheitsfaktoren ordentlich unterstützen. Der Sirup. Extrem süß und schmackhaft. Den legen wir mal auf die 8. Und da geht es uns besser. Und dann werden wir uns den einen Zombie jetzt da nochmal zu Gemüte ziehen. Also hier im Feld versteckt sich keine Kuh. Da verstecken sich nur die Zombies. Wie wir feststellen durften. Eine Schüssel. Und der Zombie hält auch nichts aus. Er ist halt nur gefährlich, weil er halt rumspuckt wie verrückt und weit große Reichweite hat. Ja, da ich satt bin und genug getrunken habe, kriege ich natürlich auch reichlich Gesundheitsregeneration. Das heißt, das tickt von ganz alleine hoch mit der Zeit. Was natürlich recht hilfreich ist. Aber eben weil es durch aufgrund des vielen, vielen Damages und dem anstehenden Kampf das Interesse hoch, dass ich da irgendein Heilmittel habe. So, ich sammle mal hier nochmal die Kürbisse. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Den Mais kann ich auf alle Fälle nicht ernten. Und Leben gibt es in dem Sinne auch nicht. Mir fehlt es jetzt ein bisschen an Erfahrungspunkte. Hier seht ihr das. Ich habe keinen Kartenteil verfügbar. Ich werde mir jetzt aber das entsprechende XP holen. Ich werde einfach jetzt mal hier schnell mal eine Böcke umschmieden. Und da haben wir das neue Kartenteil, damit wir dann hier die fehlenden Farben auch noch anbauen können. Und da ist die Farm. Die befindet sich da drüben. Ja, habe ich mich jetzt hier verlaufen? Ach, ich bin hier rum und da rein. Okay, ich brauche bloß... Da sind sie doch, da sind sie doch. Da haben wir wieder einen Pfeil. Ja, ich hatte zu wenig Pfeile, das war auch ein Problem. Schlecht vorbereitet in den Kampf gegangen. Kennt man, ne? Das passiert einem erfahrenen Spieler nicht. Verdammt, ich bin ja ein erfahrener Spieler. Also es passiert auch denen.
Die sind nämlich ungeduldig, genauso wie alle anderen auch. So. Gar nicht so einfach hier die Kuh hier am Balance zu halten. So, die ist mit Herzchen über dem Kopf zufrieden. Jetzt müssen wir bloß noch die andere nach Hause locken. Ja, ist natürlich auch ärgerlich hier. Ich denke mal, die Platzierung ist nicht gerade günstig gewählt. Wenn man diese Farm hier direkt da hingestellt hätte, wäre das natürlich dann viel, viel einfacher gewesen. Aber das weiß man ja aber nicht. Ne? Das ist ja die Überraschung. Und hätte ja auch die andere Farm sein können. Die warten kurz, bis es rangekommen ist. Komm, meine Gute. Der Wolf rennt natürlich auch mal begeistert dazwischen rum und blockiert sie und sorgt für kleine Umleitung. Nämlich der Wolf. So, die sind jetzt, der ist jetzt auch zufrieden. Gehen wir mal kurz zum Basel zurück. Und da haben wir ein neues Blueprint bekommen. Verstärkte Lederstiefel. So, ich kann dann jetzt hier mehr über die Landwirtschaft lernen. Und wir haben auch ein paar Informationen gekriegt, was du ernsthaft dazu siehst. Also eine neue Quest. Basel bringt uns die Grundlagen bei. Ihr seht also, das Spiel bietet eine ganze Menge Abwechslung. Die Karten wachsen mit der Zeit, die Questen wachsen mit der Zeit. Man expandiert oder erweitert seinen eigenen Wissensschatz. Hier haben wir halt eine Schneezone. Da ist ein zugefrorener Eissee. Da muss man sich mit Eisbären rumprügeln. Hier ist die Siedlung Jana. Also da ist meine Freundin gewesen. Und ja, also so entwickelt sich das mit der Zeit. Ich finde, es ist ein interessantes Spielkonzept. Bin gespannt, was da noch alles kommt. Der Preis war okay. Ne? Wenn, ich glaube, aktuell läuft sogar noch ein Bundle, wo ihr auch noch ein anderes Spiel, was morgen dran kommen wird, was ich morgen präsentieren werde, dabei ist. Ich kann das Spiel guten Gewissens empfehlen, macht nämlich Spaß, ist auf alle Fälle keine fehlgeleitete Investition. Habt ihr eine ganze Menge mit zu tun und Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke euch fürs Zuschauen und lasst mir noch ein Like da und ein Abo da und dann bye bye, bis morgen.